Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Destiny 2 Video. In diesem Video schauen wir uns den neuen Dungeon an, die Prophezeiung. Der Dungeon ist mit der Saison der Ankunft ins Spiel gekommen und hier in diesem Video erkläre ich euch Schritt für Schritt jedes Encounter. Der neue Dungeon, die Prophezeiung, ist gelauncht und der hat es ganz schön in sich, hat sehr, sehr gute, sehr schöne Encounter, einen richtig schönen Style und einen coolen Bossfight. Hier erkläre ich euch ganz genau, was ihr machen müsst, um ihn erfolgreich abschließen zu können. Also erstmal vorneweg, der Dungeon hat ein empfohlenes Powerlevel von 1040 bis 1060 beim Boss-Encounter. Ich war mit 1020 drin und meine Mates waren um die 1040. Es ist durchaus mit 1020 machbar, aber ihr werdet euch definitiv deutlich mehr Zeit nehmen müssen und ziemlich zu knabbern haben. Ihr seid einfach viel häufiger One-Shot und müsst euch zurückziehen und regenerieren. Wenn ihr das Ganze geschickt und koordiniert spielt, ist es aber dennoch machbar. Ein kleiner Tipp noch für den kompletten Dungeon, der ist mit Besessenen bestückt. Das heißt, alle besessenen Mods, die ihr habt und einsetzen könnt, sind euch hier natürlich von Nutzen. Also besessenen Barriere und besessenen Bewaffnung definitiv. Wenn ihr die Mods nicht habt, dann könnt ihr euch die Solo aus dem Raid Der letzte Wunsch besorgen. Wenn ihr drei Charaktere habt, habt ihr jede Woche dreimal die Chance auf einen der Mods. Ihr müsst dazu nur Raid-Kisten öffnen. Und wie das Ganze funktioniert, habe ich bereits in einem Video erklärt. Das verlinke ich euch unten in der Infobox oder rechts oben im Bild. Ich, beziehungsweise ich glaube wir drei sogar, haben das Ganze mit der Destiny-Dreifaltigkeit der Waffen gespielt. Also die Gipfel, die Einsiedlerspinne und die Anarchie. Aber starten wir doch direkt mit dem ersten Encounter. Dort werdet ihr erstmal sanft an die Mechaniken des Dungeons herangeführt. Und zwar habt ihr hier besessenen Psione und besessenen Ritter. Wenn ihr die Ritter tötet, lassen die Modes fallen wie im Gambit. Und zwar sind die Modes entweder dunkel oder hell. Wenn ihr 5 von den Modes gesammelt habt, werdet ihr aufgeladen und diese Ladung könnt ihr dann an einem hellen oder einem dunklen Strahl banken. Ihr könnt auch bestimmen, ob die Ritter helle oder dunkle Modes droppen, und zwar indem ihr entweder im Licht oder im Schatten steht, wenn ihr den Gegner killt. Also steht selbst im Licht, tötet den Ritter und er droppt helle Modes, steht selbst im Schatten, tötet den Ritter und er droppt dunkle Partikel. Das Ganze macht ihr einfach, bis ihr die Räume geklärt habt und weiter ins nächste Encounter kommt. Sobald ihr das nächste Encounter startet, spawnt dort ein großes Phalanx-Echo. Das Phalanx-Echo hat allerdings Schutzschilder und die bekommt ihr nur weg, ihr habt es schon geahnt, Ritter tötet, die dunkle und helle Modes droppen und ihr dann die Modes entsprechend bankt. Achtet wie im vorherigen Encounter auch darauf, dass ihr eben die Ritter aus entweder dem Licht oder der Dunkelheit heraus tötet. Also selbes Spielchen wie vorher, nur dass ihr auch noch einen kleinen Bossfight mit dabei habt. Und als nächstes müsst ihr durch die Senke auf der Plattform runter ins Ödland. Und dort beginnt das nächste Encounter. Im Ödland könnt ihr eure Sparrows benutzen. Ihr müsst Toland folgen. Also fliegt einfach der kleinen weißen Kugel hinterher. Dort werdet ihr dann auf Besessene treffen, die unter ihren Sphären hocken. Achtet vor allem auf die Sniper, die sind böse. Und ansonsten einfach die Sphären wegmachen. Und dann erscheint Toland, ihr könnt ihn wieder berühren und er fliegt weiter zum nächsten Ort. Das Ganze müsst ihr dreimal machen, bis ihr wieder aus dem Ödland fliehen könnt. Folgt dazu auch einfach wieder Toland, bis ihr vor dem Eingang dieser großen Pyramide steht. Dort geht's dann durch einen kleinen Schacht in einen quadratischen Raum, in dem das nächste Encounter stattfindet. Im Hexaeder angekommen, seht ihr die kreisrunden Plattformen an den Wänden. An einer dieser Plattformen erscheint Toland. Der schwebt dann vor diesem Kreis und daran erkennt ihr, auf welcher Plattform ihr die Modes banken müsst, die ihr den Rittern wieder entreißen werdet. Also das ganze Encounter funktioniert so, ihr schaut nach, wo Toland ist. Unterhalb von Toland auf dem Boden ist dann wieder eine Säule, die entweder Dunkelheit oder Licht repräsentiert. Dementsprechend müsst ihr Modes von den Rittern sammeln und sie dann unten in die Säule reinbanken. Achtet auch hier wieder ganz besonders auf die Sniper, die haben oberste Priorität. Wenn ihr die Modes gebankt und alle verbleibenden Adds geklärt habt, stellt ihr euch einfach in die Mitte auf die Plattform und werdet dann sozusagen auf eine andere Seite des Kubuses teleportiert. Und da wir uns ja in einem Hexaeder befinden, müssen wir das Ganze natürlich 5-mal machen und im 6. Raum stehen dann 2 Centurio-Echos, die so Minibosse darstellen. Die haut ihr einfach weg und damit ist das ganze Encounter erledigt. Da
Da das ganze Hexaeder aber einfach nur eine Falle war, müsst ihr wieder durch den schmalen Gang zurück ins Ödland. Dort seht ihr dann auch wieder den Endboss des Dungeons und dem folgt ihr einfach bis zum nächsten Encounter. Also auch hier wieder rein in die Pyramide und ab zum Toten Meer. Und jetzt wird's ziemlich abgedreht. Springt hier einfach auf euren Sparrow und folgt einem der drei Wege, egal welcher. Ihr könnt das Ganze allerdings auch zu Fuß machen, aber ich würde euch empfehlen zu fahren, denn es ist schon ein ziemlich weiter Weg. Ihr habt hier zwar ein paar kleinere Gegner, aber letzten Endes könnt ihr einfach durchfahren, passt nur auf, dass ihr nicht runterfallt und sobald ihr am Ende angekommen seid, werdet ihr dann durch den Strahl nach oben zum nächsten Encounter gesogen. Und das nächste Encounter ist der Bossfight. Hier müssen wir das Kell-Echo besiegen. Und hier kommen praktisch alle Mechaniken des Dungeons, die wir bisher hatten, zusammen. Also wir sind hier wieder in einer Pyramide und jede Seite dieser Pyramide repräsentiert eine Kampfarena. In jeder Ecke dieser Arena ist wieder ein Lichtstrahl, entweder hell oder dunkel. Dementsprechend müsst ihr wieder eure Ritter töten, helle oder dunkle Modes sammeln und sie entsprechend auch banken. Achtet hier vor allem darauf, dass ihr immer die Psions zuerst tötet, denn Ad Control ist hier extrem wichtig. Wir sind hier schon bei einem Power Level von 1060 und das kann ziemlich ungemütlich werden. Einen neuen Twist gibt es, wenn ihr einmal Modes bankt, spawnt an dieser Stelle ein großer Ogre, auch der hat absolute Priorität. Und wenn ihr bei euren drei Säulen eure Modes gebankt habt, dann könnt ihr wieder die Ads clearen und könnt euch auf die mittlere Plattform stellen. Von dort aus geht's dann in die DPS-Phase und zwar werdet ihr in einen neuen Raum teleportiert, in dem ihr den Kell-Boss seht. Letzten Endes müsst ihr dem Kell-Boss bis ans Ende dieser Arena folgen, über die Plattformen springen, ihm hinterherlaufen. Ihr dürft auch nicht zu großen Abstand zu ihm haben, denn wenn ihr zu weit weg seid, bekommt ihr einen Debuff namens Dunkle Entropie. Wenn ihr zu lange zu weit weg von dem Boss seid, steigt die Dunkle Entropie und die hat einen maximalen Debuff von 11. Bei 11 sterbt ihr. Das heißt, bleibt immer schön nah beim Boss dran und schaut, dass ihr so viel Schaden wie möglich raushaut. Auch hier wieder, Sniper haben Priorität und ganz wichtig, achtet auf den Strahl, den ihr aussendet. Denn dieser Strahl teleportiert euch ein Stück weit in der Arena zurück. Das heißt, ihr müsst dann wieder aufschließen und aufpassen, dass ihr nicht eine zu hohe Entropie bekommt, um nicht zu wipen. Also nutzt einfach immer schön die vorhandene Deckung, achtet darauf, dass die Sniper weg sind und folgt dem Boss bis ans Ende und haut so viel Schaden wie möglich raus. Am Ende der Arena bleibt der Boss noch für ein paar Sekunden stehen, das heißt, da könnt ihr nochmal richtig ordentlich Schaden raushauen, bevor er sich dann wieder zurück in die Pyramide teleportiert. Dann stellt ihr euch am Ende auch wieder zu dritt auf das Portal und werdet selbst in die Pyramide teleportiert und das Spielchen beginnt von vorne. Ja, und letzten Endes müsst ihr das Ganze natürlich so oft machen, bis der Boss liegt. Und das war's. Wenn ihr das hinter euch habt, habt ihr den Dungeon erfolgreich abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit und ich hoffe, dieser Guide hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung eurerseits freuen. Und wenn ihr noch weitere Tipps und Tricks und News rund um Destiny 2 bekommen wollt, dann abonniert auch gerne meinen Kanal und aktiviert vor allem die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade. Von meiner Seite aus war's das für heute. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.